Hallo zusammen, mein Name ist Björn Schwarz und willkommen auf meinem Kanal. Kurz vorab, dies ist eine Dauerwerbesendung und alles, was ich gleich erzähle, ist alles meine eigene Meinung. Damit starten wir direkt mal durch. Wir reden heute über den Film The Forest. Aus dem Jahre 2016 geht satte 94 Minuten lang. Das ist die DVD dazu. Das Cover sieht schon ordentlich aus. Ist schon in Ordnung. Und die Rückseite sieht auch toll aus. Ist schon cool. Der Film macht Lust, wenn man sich das die DVD anschaut. Ist schon ein cooles Ding. Die Darstellerin ist Natalie Dormer, die kennt natürlich jeder aus Games of Thrones oder die Tributen von Panen. In dem vierten Teil spielt sie, glaube ich, damit. Und ja, kennt man. Und als ich gelesen habe, worum es in diese Geschichte geht, in diesen Horrorfilm, war ich sehr interessiert. Ich fand's geil. Da gibt's wirklich in Tokio einen Wald, den gibt es wirklich. Der heißt Akario-Wald. Ich glaube, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ist ja auch egal, den gibt es wirklich, da gehen Menschen rein, um Selbstmord zu machen. Ja, und die Macher haben sich dann gedacht, geil, daraus machen wir einen Horrorfilm. Und ich fand die Story schon sehr originell. Ich denke, boah, den gibt es wirklich und da gehen Leute rein und nach 48 Stunden, wenn die Leute da nicht wieder rauskommen, werden sie als tot erklärt und manchmal finden die Leichen, manchmal nicht. Die Leute, die da reingehen, die binden dann Fäden an Bäumen, damit die später ihre Leiche finden können. Fand ich sehr interessant. Ich denke, geil. Was mich bei diesem Film aber stört, ich werde hier nicht spoilern, ich werde das Ende nicht verraten. Ich werde ein bisschen drauf eingehen, aber ich werde das Ende nicht verraten. Also ihr könnt euch nach diesem Video den Film ganz in Ruhe anschauen. Was mich an diesem Film stört, ist einfach, die machen aus dieser Geschichte, bei so einer Hammervorlage, machen die eigentlich nicht viel raus. Die haben so eine Hammervorlage und machen da einen, ja, durchschnittlichen Horrorfilm raus. Man hätte so viel raus machen können aus dieser Geschichte. Ja. Ja. Es geht eigentlich darum, die gute Frau, ja, diese hier, hat eine Zwillingsschwester. Die arbeitet in Japan, geht in den Wald rein und kommt nach 48 Stunden nicht wieder raus. Die Zwillingsschwester ist in Amerika, merkt, dass irgendwas nicht stimmt, aber sie lebt noch, so hat sie das Gefühl. Also flieht sie nach Tokio und will dort im Wald mit zwei anderen Leuten die Schwester im Wald suchen. Die finden nachher auch das Zelt der Schwester, aber diese Schwester selber nicht. Und sie hat gesagt, ich bleibe jetzt hier im Wald, ich übernachte hier, ich warte auf meine Schwester. Der eine Kerl geht und der andere bleibt dann halt bei ihr und ja, so ist das. Es zieht sich bis dahin ganz schön lange. Und dann passiert einfach so Sachen, die sieht nachher, ja, Zombies, tote Menschen, eine Oma als Zombie und so ein paar Schreckmomente sind da. Aber das ist alles nur in ihrem Kopf und es ist einfach so aufgebaut, dass der Wald versucht, die Personen, die im Wald sind, dazu zu bringen, Selbstmord zu machen. So wird das irgendwie einverkauft und das Ganze fand ich doch ziemlich schlecht gemacht. Man hätte aus dieser Story mehr machen können. Es fühlte sich auch ganz an vielen Momenten so an wie bei dem Film Blair Witch Projekt. Blair Witch Projekt, muss ich sagen, ist ein Top-Film, der hat mich damals sehr überrascht. Was bei diesem Film aber nicht ist, der überrascht einen nicht, aber es fühlt sich ab und zu ein paar Momente so an, weil so Blair Witch Projekt, die laufen und laufen und laufen im Wald und ab und zu passiert mal so eine Kleinigkeit und ansonsten wartet man eigentlich auf das Ende, was passiert da, finden die Schwester, genau, das ist irgendwie so wie bei so Blair Witch Projekt, so würde ich das so erzählen. Die Kritiken zu diesem Film waren auch sehr schlecht, sehr, sehr schlecht. Und ich muss sagen, ich habe mir den Film angeschaut, ich war enttäuscht. Den Film kann man sich gut angucken, es ist kein Reinfall, nein. Aber ich war einfach enttäuscht, ich hab mir mehr erwartet von diesem Film. Viel mehr, viel mehr. Das Ende war okay, aber auch nicht überraschend. Ich werde es ja nicht erzählen, aber es war nicht überraschend. Und es zieht sich einfach, der Film, der zieht sich. Wenn ich den Film jetzt bewerten sollte, von der Skala 1 bis 10, bekommt der von mir eine solide 7 Punkte. Es gibt schlimmere Filme, aber es gibt auch bessere Filme. Falls es hier von irgendwann mal einen zweiten Teil geben sollte, sollte man aus dem ersten Teil lernen und den ganz anders machen. Also ich würde mich freuen auf den zweiten Teil, weil
es gibt noch so viel aus dieser Story zu machen, als dieses kleine Filmchen. Man hätte daraus auch vielleicht eine Serie machen können. Wie auch immer. Auf jeden Fall, Film ist in Ordnung, aber es fehlt auf allen Kanten, fehlt da noch was. Die Schreckensmomente waren in Ordnung, alles okay, aber ja, sie haben viel liegen gelassen am Potenzial und ist einfach so. Könnt ihr euch übrigens zurzeit bei Amazon Prime anschauen, den gibt es glaube ich zurzeit dort umsonst. Ansonsten kauft euch eine schöne DVD, eine schöne Blu-ray, irgendwie sowas. Sieht auch immer nett im Regal aus. Ansonsten, wer Lust hat auf mehr Videos von mir, kann diesen Kanal abonnieren. Ansonsten sehen wir uns alle bald wieder. Bis dann. Ciao.